Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total War Rome 2. Die Gegner sind dran. Ich habe meinen Zug beendet. Mal sehen, was sie machen. Oh. Oh. Deine Dudes wollen Frieden mit mir. Mach denn, du willst. Ja, ich meine, ich habe ja eh damit nichts zu tun. Eine Armee aus ihrer Stadt abgezogen. Außerdem hast du ja auch Frieden mit ihnen. Von daher. Jetzt gerade, ja. Ach, guck mal, die haben die Einheiten vernichtet, die mir auf den Sack gegangen sind. Das ist doch schön. So, was machen die Räter? Keine Ahnung, bei mir haben sie nichts gemacht. Ach, deren Agent hat sich verzogen. Der ist irgendwo anders hin. Okay. Wer ist denn hier der Boss? Wurde eine Fraktion vernichtet? Clovis. Ja, ich glaube schon. Clovis. Ist es einer von meinen? Nein, Clovis ist der da. Gerolf. Wo ist Gerolf eigentlich? Du bist Humbert. Du bist. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Istros. Wenn ich die jetzt angreifen würde, ne? Ja. Steht so eigentlich gut für mich. Ach, Gerolf ist der da, okay. Wo steht's gut für dich? Wenn ich jetzt die anderen da angreifen würde. Welche anderen? Ja, die ich angreifen will. Treverorum. Mhm. Ja, ne, die würdest du halt in Grunde Boden stampfen. Die haben 27 Einheiten und du hast ein paar mehr. 40. Ja, eben. Beide Armeen gleich mit hinziehen? Erstmal nur eine. Mit Gewaltmarsch in die Nähe oder da lassen erstmal? Wo sind sie denn? Hä, warum marschierst du da runter? Ich dachte, du wolltest jetzt die angreifen. Nee, die hier. Da ist gerade nur eine Armee drin. Ach so. Du hast ja gerade Frieden mit denen, also. Egal. Ich hätte jetzt erst die hier gemacht. Überleg mal, jetzt gerade ist da niemand drin. Niemand. Also ja, das heißt, sie kommen dann aber gleich mit zwei Armeen wieder zurück. Mit zwei? Die hatten nur eine Armee. Also die hatten die eine, die da drin ist, und noch eine. Ja, dann mach. Warte mal, den Streiter füge ich noch hier hin. Ja, ich würde hier noch einen, genau, da noch einen hinstellen. So, zack, kann er noch ein kleines Stück weiter. So, sehe ich zumindest, wenn sie kommen. Wo ist denn die Armee von denen hin? Ja, die ist abgehauen. Ja, in welche Richtung? Hier, da, die Richtung. Die will die Stadt einnehmen. Okay, das ist gut, weil da musst du eh gleich hin. Also, ja. Die musst du ja eh noch einnehmen. Ja, dann hole ich, glaube ich, meine andere Armee auch noch von oben, oder? Ja. Platziere dann schon mal einen zweiten General. Ja. Einen dritten. Ja. Ja, bla bla bla, unbefugtes Betreten, halt doch die Schnauze. Ich kann einen Streitwagen machen. Ja. Diplomate. Blablabla. Ja, Tatsache. Ja, die haben nur einen Teil, dann sind sie ausgerottet. Noch irgendwas? Nee. So, was haben wir denn hier? Pikten. Ja, Militärsabotageversuch. Fraktion vernichtet. Okay.
So, Dalle. Dann machen wir das so. Oh, es ist keiner zu Hause. Da kannst du sogar mit deiner kleinen Armee mal kurz reinstampfen, oder? Ja, mache ich auch. Deswegen, also. Deswegen habe ich das ja gemacht. Weil die eh gerade nicht zu Hause sind. Ja, auf zu drohen. Ah, volle Kanne in die Klöten, ey. So, Dalle. Moral, Barrikaden. Nö. Ich glaube, ich nehme das hier. Bereit zum Kampf. Angriff. Ja, rennen wir nicht weg? Wir machen uns auf den Weg. Sie will nicht. Ist mir egal, ob sie will oder nicht. Volle Kanne ins Auge. Ja. Habe ich mir auch gerade gedacht. Wieder eine Fraktion vernichtet. Für den Stamm. Ihr könnt euch beschweren, wenn eure Füße bluten. Krieger. Schwert und Schild. So. Das wäre auch geklärt. Ich weiß nicht, kann ich die... Nee, geht nicht. Schade. Sorry, sorry, Schokolade. So, was wollte ich hier nochmal bauen? Das hier. Feste des Stammesführers. Das hier. Diener der Elite. Ah, okay. Das werde ich dann als nächstes bauen. So. Okidoki, kümmere ich mich noch ein bisschen politiktechnisch. Tausend. So. Dann gebe ich zurück zu Lück. So. Achso, jetzt habe ich ja meinen Agenten gar nicht bewegt. Habe ich vergessen. Ja, ist mir auch im Nachhinein erst eingefallen. Weil dann hätte ich die gegnerische Armee schon mal ein bisschen dezimieren können. Na, vielleicht greifen sie mich ja jetzt an. Das wäre ja schön, das wäre echt super. Komm, 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 nein. Was machen die jetzt? Wo wollen die jetzt? Achso, ernsthaft? Na, das ist ja mutig von ihnen. Das heißt, die werden jetzt eingekesselt zwischen zwei Armeen. Das gefällt mir doch. Oh. Von oben kommt die eine Armee und von hinten kommt die andere. Untertan erlangt. Aufsehen, bla. Ausländische Händler. Wir wollen eine Schlacht sehen, Florian. Wir wollen Zehnerbumm brennen sehen, brennen sehen. Weiß nicht, ob ich da ankomme, fällt mir gerade mal auf. Ja, dann probier's. Aber ich überlege. Du sollst nicht überlegen, du sollst brennen lassen, brennen lassen.
Erst jetzt die zweite hinterher und Attacke. Wir wollen 10er-Bomben brennen sehen, brennen sehen. Es brennt! Juhu! Das ist schön. Und weg damit. Jetzt können wir 10er-Bomben brennen sehen. Und schon ist die Feuer wieder gelöscht. Habe ich den mal eben auf Rang 3 befördert? Läuft. Ja, so muss das sein. Ja. Rekrutierungskosten, bla 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 bla. Bewegungs- und Angriffsbonus. Ja, das hört sich gut an. Die kleine Znitsch, die können dö hin. Und eigentlich kann die Armee schon mal in die Richtung wandern. Der kleine Pugmatz, der kann dahin. Ah, ich glaube, da müssen auch beide Armeen. Egal. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wo ist die andere Armee hin? Welche? Da! Hab sie gefunden. Ach, die haben sich da noch eine Stadt geholt. Die muss ja eh einnehmen, Namnetum. Dann nehme ich die vorher ein. Nächstes Ziel halt, ne? Ja. Eben. Antat, Gemetzel, Zack, Antat, versteckte Klinge, Feind verwundet, immerhin Edward. Er ist noch aufgestiegen. Ja, sehe ich genauso. Also inzwischen läuft es mit dem Geld. Ich habe jetzt Einnahmen von 7.373 und gebe 4.000 aus. 4.400. Also hast du drei Riesen gehabt. Ja, ich bekomme pro Runde knapp 3.000, ja. Geht doch. Ja, ich müsste mal meinen Handel weiter ausbauen und meine Städte und dann würde ich auch mehr Geld verdienen noch. Aber meine öffentliche Ordnung ist halt so mega im Keller überall. Also wirklich überall. Nicht schön. Außer hier, da ist sie bei 100 und steigend. Warum auch immer. Aber hier, Oburzis, das ganze Gebiet hier. Hä, hey, welcher Kundschafter? Ja, hab ich doch gehabt. Also, egal. Dit. Oh, nee, die muss geheilt werden, sehe ich gerade mal. Muss auch. Hä, hey, warum noch ein General, Alter? Ich komm nicht drauf klar. Was? Ja, meine nächste Runde. Okay. Ich muss den General noch updaten. Die Vorräte eurer Armee wurden von einem... Ach, Mann, da ist schon wieder so ein Wichser. Attentat. Der... Das ist echt zu krass, Alter. Ja! Wie geil! Jetzt gehört er mir! Welcher? Der gegnerische Agent, der so überkrass drauf ist. Welcher von den drei ist das? Der, der am nächsten zu meiner Einheit steht, logischerweise. So gut ist er jetzt auch nicht. Dein anderer General, also dein einer Kundschafter hat 5 Autorität, ja. Aktion 4 und... Okay, ich dachte, der wäre so krass, weil der konnte okay. Bisher nicht aufgehalten werden. Der wurde die ganze Zeit genervt. Er hat 2... Autorität, 2 Hingabe und 3 Geheimaktionen. Also der ist eigentlich relativ scheiße. Ja, warum ist der dann die ganze Zeit so krass gewesen? Glück. Hm. So. Schade, dass ich mit der Armee nicht ziehen kann. So, da.
Quatsch. Anstatt zu befördern, werde ich mal ein bisschen was ausbauen. Ach, geht ja nicht. Oh, ich habe nicht genug Geld. Scheiß Attentäter brauchen immer so viel Kohle, ey. Kosten immer so viel. Die kosten so viel, Mensch. Ich bin mal gespannt, wo der jetzt hin will, der Helvetier. Ob der jetzt nach oben oder nach unten abhaut. Bin mal gespannt, was die anderen Fuzzis machen, die bei mir sind. So. Was kommt da jetzt? Wurden übernommen. Hm. Fraktion ist tot. Wer? Wer ist tot? Gallier haben das jetzt. Hammergeil. Wir waren Freunde, doch nun müsst ihr eure ja, eigene den Galliern gehört das jetzt. Unsere Verträge und Vereinbarungen sind beendet. Also, okay, ja, krass. Die Lugier, ne? Die ganze Zeit so friedlich neben mir waren, haben den Nicht-Angriffspakt beendet. Oh. Das heißt, die wollen mir jetzt auf die Nüsse gehen, wie es aussieht. Ach, ja. Das ist genau das, was ich hasse. Jetzt habe ich einen Zwei-Fronten-Krieg. Gut, das heißt, ich muss mehr Armeen ausheben und gen Osten schicken und alles von denen vernichten, was die haben. Zum Glück, durch ihre ganzen Kriege haben sie nicht sonderlich viel. Zum Beispiel hier in der Hauptstadt hat er 13 Garnisonen und nur 4 Einheiten dort. Ja. Dann werde ich mal eben eine Armee aus dem Boden stampfen. So, ich muss gerade mal gucken. Ich überlege mir, wie ich Profit mache, aber ich muss irgendwo... Nee, das machen wir weg. Aber dies war mir schon klar, dass die mir irgendwann auf den Sack gehen wollen. Gut. Jetzt überlege ich bloß, die unten erstmal kalt machen oder die neben mir kalt machen. Oben ist, ja, ich glaube, ich mache oben erstmal kalt, ne? Namnetum? Der war Dingsterbumster. Ja, willst du mit noch mehr Leuten Kriege führen? Bist du dir sicher? Ja, warum? Ich habe gerade keinen Krieg. Ja. Ja. Also ich würde sagen, du nimmst erstmal die Stadt ein. Ja, meine ich doch die. Ja, und lässt die andere erstmal völlig in Ruhe. Hab ich doch gesagt. Ja, achso, hab ich nicht mitgekriegt. Hab ich nicht mitgekriegt. Statt oben. So, jetzt kann ich mich endlich mal um die hier kümmern. Du kannst wen dazu bekommen. Der hat eine hohe Hingabe, das ist schon mal gut. Autorität. Wahl der Einheiten, das ist tatsächlich. Schwierig, schwierig, schwierig. Sehe ich auch so. Moral der schlechte Kommandant. So, den da mal lassen. Ich hoffe, mein einer General krepiert demnächst. Der ist zwar relativ gut, aber der ist nicht in meinem Stamm. Ich werde dem jetzt erstmal die Hauptstadt wegnehmen. Jetzt reicht's mir. Und zwar mit Berg dem hier. Mit meinen Baumzerstörern. Ey, dieser Name, das ist... Die Baumzerstörer. Eigentlich. Ja, tut mir leid. Oder nee, ich gehe mit den Schädelbrechern dahin. Schädelbrecher? Hört sich beides gut an. Ich gehe mit den Schädelbrechern hin. So, was aber passieren wird, sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Es ist schon wieder soweit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.